Ich bin Oliver Ereni, du bist beim Mediale Energetik Podcast und ich habe heute ein unvermeidliches Thema für dich. Dranbleiben! Die Unvermeidlichkeit der Dinge. Was hast du selber in der Hand und was kannst du nicht steuern? Ich bin auf das Thema gekommen, wir haben ja jetzt seit Dienstag, dem 17.11. wieder einen Lockdown in Österreich. Das ist das Jahr 2020, falls uns jemand aus der Zukunft noch zuhören kann. Wir haben den zweiten Lockdown, den zweiten harten Lockdown. Und keine Angst, das ist jetzt kein politisches Statement. Es geht um die Unvermeidbarkeit. Und zwar sage ich das, wenn du Kurse bei mir gemacht hast oder bei mir auf Sitzungen warst, habe ich immer gesagt, der 17.11. hat astrologisch wieder identisch die Konstellationen wie der erste Lockdown und ich glaube, dass sie da noch einmal zusperren werden. Das prophezei ich jetzt seit 2 Monaten und ich habe mich gewundert, dass dann ein Lockdown so früh gekommen ist, so ein Lockdown-Light. Und jetzt ist es tatsächlich so, an dem Datum, das ich da immer prophezeit habe, astrologisch prophezeit habe, ist tatsächlich dieser Lockdown gekommen, 17. November, alles wieder dicht. Und das finde ich natürlich sehr, sehr spannend, weil es mir zu denken gibt, nämlich über diese Unvermeidlichkeit der Dinge nachzudenken. Und das ist ja gerade in der Energetik- und Esoterik-Szene so ein großes Thema, dass man sagt, nein, jetzt werde einfach bewusster, dann wirst du immer glücklich sein, dann wirst du immer zufrieden sein und bleibst immer gesund. Und da habe ich eine sehr ernüchternde Nachricht, weil ich mache jetzt seit fast 25 Jahren beschäftige ich mich mit esoterischen Themen, mit Mystik, habe Astrologie gemacht, Hebräisch gemacht, mach Energiearbeit, sehe das Energiefeld, arbeite mit geistigen Helfern und Führern. Und jetzt kommt der Hammer. Bist du bereit für den Hammer? Schau mal, hier ist der Hammer. Siehst du das? Das sind graue Haare. Graue Haare. Und das bekomme ich mit meinen 22 Jahren. Okay, die 22 Jahre sind vielleicht gelogen. Das bekomme ich also mit meinem Alter, ich werde es jetzt nicht verraten, mit meinem Alter bekomme ich graue Haare und zwar immer mehr. Die sind immer mehr geworden. Und das ist jetzt nicht, gut, vielleicht ist es, weil ich so viel meditiere und so weise werde, jetzt werden die Haare auch gräulicher und dann weißer. Aber das ist ein Ding, das finde ich unvermeidbar ist. Genauso wie der Alterungsprozess des Körpers. Natürlich kannst du den beeinflussen, aber letzten Endes altern wir alle und letzten Endes werden wir, und das ist jetzt vielleicht eine harte Nachricht, auch einmal sterben. Also auch das wird unvermeidbar sein. Das heißt, es gibt Dinge, die sind unvermeidlich. Und so wie ich gesagt habe, okay, ich glaube, da kommt dieser harte Lockdown an diesem 17.11. da astrologisch. Das heißt nicht, dass das unbedingt unvermeidlich war astrologisch, aber es bedeutet für mich zumindest eines, dass ich Dinge, die ich lenken kann, einfach versuche, möglichst bewusst anzugehen und dann kann ich sie lenken. Und es gibt Dinge, die haben wir nicht in der Hand, die hast du nicht in der Hand, die habe auch ich nicht in der Hand. Und diese Dinge müssen wir als gegeben hinnehmen. Ich sage jetzt nicht, arbeite nicht damit oder finde kreative Möglichkeiten, um möglichst aktiv und inspiriert und spritzig mit diesen Dingen umzugehen. Aber sie werden passieren. Nur weil du meditierst, heißt es nicht, dass du mal nicht krank werden kannst. Und das bringt mich jetzt eigentlich zu diesem Thema, auch diesem Lockdown, dieses Triff-keine-Leute-Ding. Keine Angst, das wird jetzt kein Corona-Video per se, aber ich möchte nur einen Gedanken dazu geben. Wenn du es in der Hand hättest, würdest du erkranken wollen an einem Virus oder an irgendetwas anderem? Wahrscheinlich nicht. Ich auch nicht. Habe ich es immer in der Hand? Denn das, was jetzt passiert ist, dass uns jemand sagt, wie wir gesund bleiben. Und das finde ich schon mal spannend, nämlich die Regierung eines Landes sagt, was du tun musst, um gesund zu bleiben. Und diese Idee finde ich absolut faszinierend, weil das etwas ist, was ich in der Energetik und Esoterik immer sehr skeptisch betrachtet habe, dass ich sage, meditiere,
mach doch diesen Kurs und dann bleibst du gesund. Ja, ist genauso ein Rezept. Und jetzt haben wir halt das Rezept, triff niemanden und dann geht auf einmal, wird alles wieder gut und du schützt dich und du schützt andere. Und wenn es wirklich so einfach ist, dass ich sage, ich kann schützen, dadurch, dass ich daheim bleibe und ich bleibe gesund, wenn ich daheim bleibe, cooler Gedanke, dann würde ich auch nicht mehr rausgehen. Ich denke nicht, dass es so ist. Das ist jetzt auch kein Protest, aber ich persönlich denke es nicht, dass es so ist und dass es so leicht ist und dass das Leben so leicht ist, nämlich dass sich die Energie des Lebens so leicht kontrollieren lässt. Und da sollten wir vielleicht einmal drüber nachdenken. Was hast du wirklich in der Hand und was nicht? Und wer ist wirklich für dich verantwortlich und wer nicht? Können wir erwarten, dass wenn es uns schlecht geht, ein Krankenwagen vor der Tür steht oder ein Intensivbett, ein hochgeschultes medizinisches Personal zur Hand ist, das uns rettet? Nein, können wir nicht erwarten. Wie sehr viele Menschen auf der Welt auch nicht. Also das sind so Dinge, die ich nicht für selbstverständlich halte. Ich finde es gut und schön, wenn es passiert, aber es ist nicht selbstverständlich. Genauso können wir nicht erwarten, ewig gesund zu bleiben. Es wäre schön, ich würde es mir auch wünschen. Ich würde mir auch wünschen, nie einen Unfall zu haben. Aber wenn es dann passiert, wenn ich einen Unfall habe und ich hatte schon einen schweren Autounfall, das ist nichts, wo ich sage, ich hätte es jetzt großartig vermeiden können, von meiner Warte aus, von meinem damaligen Standpunkt aus, obwohl ich ein schlechtes Gefühl davor hatte. Jetzt könnte man sagen, na, wäre es daheim geblieben, wäre es vielleicht nicht passiert. Das mag sein. Aber dennoch ist es passiert. Und was ist dann die Konsequenz daraus? Ich muss mit den Konsequenzen eines Unfalls leben. Das heißt, ich muss mit den Beeindruckungen, mit dem Trauma, das ich da erlebt habe, natürlich leben. Und das ist eben genau der Punkt der Sache. Wir haben Verantwortungen, wir haben Dinge in der Hand, aber wir haben nicht alles in der Hand. Aber dann können wir auch Dinge, die uns widerfahren und Dinge, die vielleicht unfair sind, die du als unfair betrachtest, vielleicht kannst du mit denen dann auch anders umgehen. Und gerade in dieser Zeit, wo wir um täglich grüßt das Murmeltier wieder, oh, wie kreativ alles zusperren, wunderbar, weil das ja die Patentlösung ist, die wir haben, gibt es übrigens eine nette Beschreibung, die Patentlösung aus Patent und Endlösung zusammengepackt, hat der Paul Watzlawick geprägt, ja, dass Menschen immer wieder dasselbe wiederholen und glauben, sie kommen dann auf neue Ergebnisse, was wahrscheinlich so nicht passieren wird. Aber wir haben eben dieses Lösungspaket, wir haben diese Zeit, die wir jetzt nun mal haben und es geht aber jetzt darum, bleib bei dir und bleib ganz klar. Und mach dir bewusst, egal welchem Glauben du anhängst, egal was du gerne tust, letzten Endes, es gibt Dinge, die können wir kontrollieren und Dinge, die können wir nicht kontrollieren. Und alles, was jetzt nicht in deiner Hand liegt, befrei dich jetzt davon. Lauf jetzt nicht irgendetwas nach, was du nicht in deiner Hand hast. Ein hartes Beispiel ist, wenn du gesundheitlich schwer getroffen bist, ist ein Teil Eigenverantwortung gut. Aber die Eigenverantwortung ist schon da, indem du sagst, ich übernehme jetzt mal die Verantwortung für diese Krankheit, weil ich ertrage sie. Ich sterbe vielleicht sogar mal an einer Krankheit. Und dann geht es nicht darum, mit dem Finger zu zeigen und sagen, haha, ja, hättest du dich anders ernährt oder haha, hättest du halt einen fitteren, sportlicheren Lebensstil geführt. Es geht einfach nur darum zu sagen, okay, es gibt Schicksalsschläge, es gibt gewisse Dramen im Leben und es gibt gewisse Dinge, die keiner von uns haben möchte. Und jetzt sind wir als Kollektiv, jetzt sind wir als Menschheit, egal an was wir glauben, in dieser Situation, dass uns etwas verordnet wird. Aber wie wir damit umgehen, ist letzten Endes wirklich Eigenverantwortung. Was du daraus machst, wie du aus dieser Krise gestärkt hervorgehst, ich habe da Videos auf dem Kanal, ist deine Verantwortung. Ich übernehme jetzt keine Verantwortung für meine grauen Haare, furchtbar, furchtbar.
aber ich lebe damit. Und wenn es für mich ein Problem wäre, was jetzt kein Problem ist, um ehrlich zu sein, da sehe ich dann mehr aus wie George Clooney. Blödsinn. Was kein Problem ist. Aber ich übernehme auch für die Dinge, die mich beeindruckt haben, wo ich wirklich Probleme hatte, siehe Autounfall. Da übernehme ich einfach die Verantwortung, indem ich damit lebe. Und ich wünsche dir jetzt die Klarheit wirklich zu sagen, okay, wofür kann ich die Verantwortung übernehmen? Wo kann ich bei mir bleiben? Und was liegt nicht in meiner Kraft? Ich werde dir da auch noch ein Video runter verlinken, wo du eine Meditation zu dem Thema findest. Und wenn du irgendeinen Input hast oder wenn du Fragen zu dem Thema hast, schreib es einfach in die Kommentare. Noch einmal, das ist jetzt keine politische Aussage, Lockdown ja oder nein, richtig oder falsch, das ist jetzt alles egal. Ich sehe das wirklich jetzt mehr so aus dieser energetischen Ebene. Und ich muss sagen, okay, wir haben jetzt was serviert bekommen, mit dem muss jeder für sich einzeln umgehen. Und da muss jeder für sich so diesen Weg finden. Und ich wünsche dir in dieser Zeit alles, alles Gute. Wir sehen uns natürlich virtuell völlig ansteckungsfrei, wo ich hoffe, vielleicht gibt's was Inspirierendes, mit dem ich dich zumindest infizieren kann. Uah, das darf man ja nicht sagen. Und ich freue mich, wenn du dabei bleibst und wenn wir uns nächste Woche wiedersehen. Ich freue mich über einen Daumen hoch für dieses Video. Abonniere den Kanal. Das ist ganz wichtig, dass ich diese Arbeit weitermachen kann. Und alles, alles Gute, eine gute Zeit und bleib bei dir, bleib in deiner Kraft, bleib in deiner Eigenverantwortung und wenn es gar nicht mehr geht, färb dir die Haare. Tschüss, alles Gute, dein Oliver Ereny.